Ey, Mahmoud, ich hätte eine Frage und zwar folgendes. Ich habe halt einen guten Freund, mit dem ich sehr gut bin, aber das Problem ist, er hat ein sehr hohes Ego-Problem, finde ich. Zum Beispiel solche Sachen wie, dass er tausendmal den gleichen Witz droppt und das bei unnötigen Momenten. Und wenn man was sagt, sagt er zu mir, du bist voll ernst so und sowas, ich soll mir den Stock aus dem Arsch ziehen. Und dass er immer sagt, ich sag, was ich will, wenn man ihn darauf anspricht, mit hör auf, sowas zu sagen. Und immer wenn wir kleine Streitigkeiten haben, redet er mich immer brutal schlecht. Und er zwingt mich immer in eine Position, wo man Dinge sagt, die sich nicht gehören. Und deswegen wollte ich dich nach deinem Rat fragen, was ich tun sollte bei solchen Art Menschen. Erstmal, wer ist Mahmoud? Ich bin Mahmoud, Mido ist mein Spitzname. Und heute ohne Skript, weil ich genau dasselbe erlebt habe und ich bin der Meinung, meine Erfahrungen sprechen heute mehr als irgendwelche Punkte auf irgendwelchen Blättern. Und ich fange mal direkt an. Wir wollen das Problem am Nacken packen. Du sagst, dein Freund hat ein Ego-Problem. Ego-Probleme sind in Beziehungen gar nicht möglich, weil Beziehungen bzw. gesunde Beziehungen bauen sich so auf, dass es immer eine Art Geben und Nehmen gibt. In der einen Beziehung gibt man mehr, in der anderen nimmt man mehr. Weißt du, ich rede jetzt nur über die Freundschaft, aber so eine Beziehung muss da sein. Ein Mensch, der aber eine egozentrische Denkweise hat, also ein Ego hat, denkt immer nach innen. Ich will das, ich will das, ich will das. Er denkt nie daran, anderen etwas zu geben. Das heißt, du kannst so viel reden, so viel du willst, Bruder. Er denkt nur an sich selbst. Ja, so. Ich hatte genau dasselbe Problem. Genau dasselbe Problem. Soll ich dir sagen, wo dieser Freund ist? Keine Ahnung, Bro. Ich habe aufgehört, mit ihm befreundet zu sein. Ich möchte dich jetzt nicht dazu bringen, direkt den Kontakt abzubrechen, aber sag dir, was ich gemacht habe. Also ich gebe dir so Steps plus Erfahrungen und du kannst selber dann später den roten Faden für dich finden. Weißt du, was ich meine? Zuallererst einmal würde ich das Gespräch suchen. Entweder du rufst ihn an oder du schreibst ihn. Ey, Bro, ich würde gerne mit dir raus. Lass in den Park auf süß ein bisschen spazieren, ich würde gerne mit dir über dies und das sprechen. Wenn er jetzt versucht, sich zu drücken, dann direkt Kontaktabbruch. Direkt Kontaktabbruch. Wenn du merkst, er hat einfach nur keinen Bock, so, okay, aber wenn er so gar kein Interesse hat, so null, direkt Kontakt abbrechen. Weil eine Person, die keine Hilfe annehmen möchte, kann auch nicht gerettet werden. Sagst du so, wie es ist. Und wir gehen jetzt mal vom Positiven aus, ja, sagen wir mal, er möchte ein Gespräch, okay, dann gehst du zu dem Gespräch, okay? Erster Schritt, Gespräch suchen. Du bist jetzt bei dem Gespräch. Jetzt gibt es wieder zwei Sachen, die du machen musst. Erstmal sagst du erstmal das Problem, weil viele Leute und eigentlich hauptsächlich auch Leute mit Ego-Problemen sind immer nach innen gerichtet. Das heißt, die denken gar nicht daran, was andere Leute denken. Deshalb musst du ihm das Problem erstmal laut sagen. Bro, ich habe das und das und das Problem. Also das, was du mir geschrieben hast, genau das sagst du ihm eigentlich, ins Gesicht. Jetzt gibt es zwei Reaktionen. Die eine Reaktion: Digga, du hast recht und wir sollten eine Lösung finden. Oder, was? Ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Jetzt kommt dieses Ego-Problem wieder raus. Ich habe gar nichts gemacht, Bro. Was willst du eigentlich von mir? Du bist das Problem, du bist das Problem. Ich nicht, du bist das Problem. Und dann stehst du auf und gehst. Du ghostest. Weil Menschen mit Ego-Problemen sind leicht reizbar. Sobald du irgendwas Schlechtes über die sagst, ticken die aus. Deswegen habt ihr nach jeder Kleinigkeit Streit. Weil das ist wirklich sein Ego-Problem. Das hast du auch ehrlich gut erkannt. Und du musst dir vorstellen, ein Ego kann nur aufrechterhalten werden, wenn er nehmen kann. Beziehungsweise nicht gibt. Und das, was du jetzt machst, ist, du ghostest ihn, damit du sein Ego zerstörst. Du musst gucken, was ist wichtiger, sein Ego oder die Freundschaft. Und das machst du, indem du ghostest. Du hörst auf, ihm zu geben und zu geben und zu geben. Und er kann nicht mehr nehmen und nehmen und nehmen. Und das führt dazu, dass es an seinem Ego kratzt. Es wird behindert kratzen. Es wird an seinem Ego kratzen, wenn kein Wort mehr von dir kommt. Weil, ey, von wem soll ich nehmen? Nehmen, nehmen. In dem Falle. Wisst ihr, was ich meine? Du musst gucken. Falls er dann wieder zurückkommt und sagt, okay, doch, Bruder, weißt du was, wir führen das Gespräch normal und so weiter und so fort, dann führ das Gespräch. Wenn nicht, dann ghoste ihn und Kontakt abbrechen. Okay? Jetzt sind wir bei dem Gespräch. Jetzt sagst du ihm, das Problem, das haben wir schon gemacht. Und jetzt wollen wir natürlich noch eine Lösung. Du sagst ihm, was du lösen möchtest. Du sagst ihm zum Beispiel, Bruder, ich hab das Problem, ich habe das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst, ja. Weil jedes Mal, wenn wir Streit haben, machst du mich irgendwie brutal runter und sowas. Und ich möchte mal eine Sache sagen, für Leute, die nicht genau das Problem haben, aber Leute, die schnell aggressiv werden und dann sagen, was sie denken, das sind die ehrlichsten Personen. Das sind die ehrlichsten Personen. Also wenn du mit einer Person Streit hast und die Person rastet gerade aus und fängt an, Sachen rauszuholen aus 2 Jahren, dann meint sie das ernst. Sie ist immer noch verletzt von dem, was du vor einer Woche gemacht hast, 2 Wochen oder 1 Jahr gemacht hast. Leute mit starker Emotion, sei es Trauer oder Wut, sind die ehrlichsten Personen. Meistens, okay? Meistens. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendwas, also, Bruder, ich hafte nicht für das, was ich sage, so. Nein, Spaß beiseite. Okay, jetzt haben wir das Problem und jetzt hast du ihm auch die Lösungen genannt. Die Lösungen sind einfach nur das, was du von ihm haben möchtest. Und die Lösungen sollten eigentlich zuallererst einmal Grenzen setzen sein. Das allererste,
jede Kleinigkeit oder jede kleine Streitigkeit lässt sich eigentlich mit Grenzen vermeiden. Wenn du von Anfang an deine Grenzen setzt, sollte es eigentlich nicht mehr so zu diesen kleinen Streitigkeiten kommen. Und dann setzt du sagst ihm, Bruder, was gefällt dir an mir nicht? Was ich ändern könnte? Natürlich sind Beziehungen nicht immer perfekt, ja. Also es gibt Sachen, die ich an meinem Freund gar nicht mag. Zum Beispiel Brawl Stars. Ich feiere das null, null. Aber das heißt nicht, dass ich direkt den Kontakt abbreche. Weißt du, was ich meine? Aber ich sage ihm zum Beispiel, Bruder, wenn du mit mir befreundet sein möchtest, wenn wir draußen sind, spiel nicht, Digga. Spiel einfach nicht, bitte. Okay? Und er zum Beispiel, wenn ich mit ihm draußen bin, hat das vielleicht irgendwas, was ich nicht machen sollte. Weißt du, was ich meine? Also man sollte immer so Kompromisse führen, damit es nicht zu diesen Streitigkeiten kommt. Okay? Das heißt nicht, dass ihr euch beide, wie nennt man das? Anpasst, das ist es nicht. Das ist es nicht, das ist ganz wichtig. Nicht, dass sie denkt, aber ey, ich möchte so sein, wie ich bin. Ja, du kannst ja so sein, wie du bist. Aber es gibt natürlich Sachen, die die andere Person nicht so wirklich mag. Checkt euch meine? Also, ich sag euch mal eine Story, Digga. Mein Vater ist früher Motorrad gefahren und meine Mutter meinte, entweder du entscheidest dich für das Motorrad oder für mich. Und ja, er hat leider nicht das Motorrad genommen. Nein, Spaß, Spaß, Mama, ich liebe dich, Bruder. Okay, so jetzt, wo du Grenzen gesetzt hast, schaust du einfach mal. Eigentlich, das war eigentlich sollte das bis hierhin alles gewesen sein. Falls er das nächste Mal, also das nächste Mal genau dasselbe wieder macht, mit dem Beleidigen und diesen Witzen, würde ich ihm angucken. Vielleicht bemerkt er das selbst oder du sagst ihm, Bruder, wir hatten doch diese Grenze gesetzt. Und wenn er dann einen Witz macht, Kontaktabbruch. Ich meine das komplett ernst. Es gibt viele Leute da draußen und du meintest, du kennst ihn schon. Hast du gesagt, du kennst ihn lange oder ihr seid gut? Hier, du meintest, ihr seid gut zusammen. Ich weiß nicht, was gut für dich heißt, aber viele Leute denken, dass wenn sie eine lange Beziehung hatten, also es gibt Freunde, die ich seit 2 Jahren kenne und es gibt Leute, die ich kenne schon seit 6 Jahren, aber ich habe eine Freundschaft mit einem, den kenne ich schon seit 2 Jahren, besser als mit jemandem, den ich 8 Jahre kenne. Viele Leute denken, die Zeit bestimmt, wie viel wert eine Freundschaft ist. Aus meiner Sicht, nein. Aus meiner Sicht zeigen die Werte es. Wenn du Wert legst auf Respekt und auf Achtsamkeit in dem Sinne, dass er achtsam sein sollte in dem, was er sagt. Und er das und diese Werte nicht vertritt, das heißt, er ist respektlos und er ist und ihm juckt nichts und er hat diese Ego-Probleme, dann, egal wie lange ihr euch kennt, ob es 10 oder 20 Jahre sind, es juckt nicht. Ich meine, das Binder, es juckt nicht. Deswegen, anstatt euch zu vergleichen mit Zeit, versucht es mit Werten. Für was für Werte steht die Person? Für was für Werte stehe ich? Haben wir dieselben Werte oder ähnliche Werte? Wenn ja, dann Freundschaft, Bruder, wird aus meiner Sicht für immer halt mäßig. Außer die Werte werden halt nicht wirklich eingehalten. Du kannst dir das so vorstellen. Das sind toxische Beziehungen. Das sind Beziehungen, die sind wie Gift. Weil du denkst, okay, ich kenne ihn schon seit 8 Jahren, 8 Jahren, 8 Jahren, 8 Jahren. Eigentlich sollte die Beziehung doch schon krass sein. Nein, Bruder, das denkst du nur. Es fängt aber so an. Die toxische Beziehung fängt so an, dass die andere Person zum Beispiel dir einen Nacken gibt. Im nächsten Jahr gibt er dir 2 Nacken. Und im nächsten Jahr gibt er dir auf einmal eine Bombe und so weiter und so fort. Das heißt, du versuchst diese schlechten Gewohnheiten oder diese schlechten Werte von ihm mit der Zeit irgendwie gleichzusetzen. Du denkst, okay, wir kennen uns schon seit 8 Jahren, aber er hat diese und diese Werte eigentlich nicht mehr mäßig, aber ey, ich kenne dich schon seit 8 Jahren, wäre schon so Verschwendung. So denken die meisten Leute und das ist falsch, denn das ist Gift. Das ist einfach Gift. Das ist so, du guckst zu, wie deine Beziehung mit dir selbst auseinandergenommen wird. Weil du vertraust einer Person, von der du weißt, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich vertrauenswürdig ist, aber du denkst dir, ja, sie war vor 2 Jahren noch vertrauenswürdig, ja, sie ist immer noch vertrauenswürdig. Nein, nein, Bro, Bro. Nein. Also, zusammengefasst für dich, Bro, hör zu, du versuchst ein Gespräch zu führen. Dann versuchst du, eine Problemlösung zu finden. Und dann guckst du, ob die Lösung auch wirklich ausgeführt wurde. Von beiden Seiten, ja? Wenn nicht, brech den Kontakt ab. Wenn doch, ich hoffe, wie sagt man? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Auf süß. Auf no. Nein, scheiß drauf. Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.